Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und wir schauen uns heute eine Mod an, welche eine richtig coole neue Funktion ins Spiel bringt, nämlich ist das das Damage-Tool. Das Ganze ist von Kai Odenik mal wieder. Sein YouTube-Kanal und die Mod sind unten verlinkt, schaut auf jeden Fall vorbei. Lasst doch mal ein Like da, einen Kommentar, weil der macht wirklich so tolle Mods, dann kann man auch mal seinen YouTube-Kanal ein bisschen supporten. Und wir schauen uns jetzt mal die Mod an. Also wie der Name schon sagt, Damage Tool, kann man damit Sachen beschädigen. Mit der B-Taste kommen wir in dieses Tool. Jetzt seht ihr oben links, da steht jetzt Damage Tool. Und jetzt können wir, wenn wir STRG gedrückt halten, hier einfach das Gebäude zerstören mit einem Klick. Also ich habe jetzt STRG gedrückt gehalten und die linke Maustaste gedrückt. Und schon ist das Gebäude hinüber. Das heißt, wenn wir mal so einen verlassenen Park bauen wollen, dann müssten wir jetzt nicht mehr auf einen Sturm warten und darauf hoffen, dass dieses Gebäude zerstört wird, sondern wir können das jetzt wirklich gezielt mit einem Klick von selber zerstören. Und das ist ja echt mega praktisch. Weil ich weiß schon, dass wir als nächstes Parkbauprojekt dann auf jeden Fall so einen verlassenen Park machen werden. Es geht auch mit allen Gebäuden. Das heißt, wir könnten hier die gesamte Main Street mit ein paar Klicks komplett vernichten. Und schon haben wir ja quasi das Fallen Kingdom. Ich mach mal noch ein bisschen weiter, ich finde das so cool. Ist immer so atmosphärisch, wenn das alles so qualmt und die Funken fliegen. Kann man die Toiletten auch zerstören? Ach, tatsächlich. Ist das Dach sogar eingebrochen? Klick mich mal jetzt hier so ein bisschen durch. Und dann schauen wir uns gleich mal das Ergebnis an. Das geht wirklich wunderbar. Eine Anleitung und so, wie das Ganze funktioniert, ist auch bei der Mod dabei. Also die Tastenkombination und sowas. Aber man hört es ja schon und sieht es auch schon. Ich habe jetzt hier wirklich alle Gebäude schon ordentlich zerdeppert. Bis auf das Innovationszentrum. Das machen wir jetzt auch nochmal eben. Na komm. Ja, jetzt ist es auch kaputt. Qualmt überall. Das ist doch schon mal sehr cool. Oh, da fährt gerade ein Jeep lang. Weil das Ganze funktioniert auch bei Jeeps. Den können wir auch nach und nach zerstören. Seht ihr, der hat 20% Schaden bekommen, weil ich einmal geklickt habe. Ich könnte jetzt auch noch Shift und STRG gedrückt halten, dann kriegt er mehr Schaden. Das ist... Ja, dann ist es direkt zerstört. Das ist halt sozusagen der intensivere Zerstörungsmodus. Also der ist jetzt komplett defekt. Oder ich könnte halt nur mit STRG immer jeweils 20% bei dem Jeep abziehen. Ich glaube, reparieren kann ich den so jetzt leider nicht. Nee, das geht leider nicht. Das müsste ich in der Station machen, einfach das Fahrzeug ersetzen. Aber bei Gebäuden, das habe ich euch gerade gar nicht gezeigt, das kann man auch mit einem Klick wieder reparieren. Und schon ist wieder heile. Also da hat man wirklich die komplette Kontrolle darüber, ob man es zerstört haben will oder halt nicht. Und bei Zäunen funktioniert das Ganze übrigens auch. Da kann man es sogar noch besser machen, weil da kann man das halt so stufenweise machen. Bei Gebäuden sind die immer entweder komplett zerstört oder halt heile. Und bei Zäunen kann man halt wirklich... Ihr seht das hier schon, das bröckelt jetzt langsam. Klick für Klick kann man das mehr zerstören. Weil man den halt immer mehr Leben abzieht. Reparieren kann ich es dann natürlich auch wieder. Und ich könnte jetzt auch in den intensiven Modus gehen, da geht das ein bisschen schneller mit der Zerstörung. Also es ist jetzt STRG und Shift halte ich gedrückt. Und wenn ich nur STRG gedrückt halte, mache ich halt nach und nach den Zaun kaputt. Das funktioniert auch echt mega gut. Geht aber irgendwie nicht an allen Stellen. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel nicht mehr zerstören. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen gefixt, dass man hier komplett auch den Zaun zerdeppern könnte. Aber irgendwie geht das immer nur an so bestimmten Stellen, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt geht es nämlich hier hinten kaputt. Guck mal, ich klicke hier. Und es ist da gerade kaputt gegangen. Ist natürlich trotzdem cool, ne? Aber wäre halt cool, wenn es wirklich auch an der Stelle kaputt geht, wo man dann auch klickt. Das heißt, wir könnten jetzt auch zum T-Rex-Gehege gehen.
hier vorne und dem quasi zum Ausbruch verhelfen. Ja, hier auch mal das Tor zerstören, dann geht's auch auf und funkt. Aber wir können natürlich auch hier den Zaun einreißen und den Rexy da rausholen. Oh, guckt mal. Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie man den Zaun baut. Oh, das ist natürlich praktisch. Das heißt, wenn ich mal so einen Park bauen sollte, dann muss ich vermutlich... Testen wir mal schnell gemeinsam. Oh, wie ist das eigentlich mit so gemoddeten Zäunen? Haben die überhaupt eine Zerstörung? Die gehen sogar auch kaputt. Cool ist das denn? Okay, das ist nice. Das wusste ich nicht, dass die auch so eine Zerstörungsdings haben. Aber wenn ich dann sowas baue, dann muss ich wahrscheinlich immer so kleine Abschnitte bauen, damit ich da ein bisschen mehr Kontrolle habe. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein längeres Stück ziehe, dann habe ich, glaube ich, nicht so viel Kontrolle, wo ich was zerstöre. Weil, guck mal, jetzt kann ich hier überall klicken und Sachen zerstören. Und hier klicke ich dann, also hier links, und es geht da kaputt, weil es immer irgendwie der Mittelpunkt ist. Kann das sein? Ich glaube schon. Also ich glaube, man hat immer die Kontrolle über den Punkt in der Mitte. Das heißt, ich könnte jetzt hier anfangen zu zerstören. Wenn ich dann halt so ein langes Stück ziehe, dann kann ich halt nur da die Mitte zerstören. Das ist gut zu wissen. Oh, jetzt ist es sogar ganz weg. Jetzt habe ich es komplett zerstört. Okay, das ist aber nice, dass das alles so funktioniert. So, jetzt aber zurück zu Rexy. Man kann nämlich auch mit dem Damage-Tool Dinosauriern Schaden zufügen. Dem habe ich jetzt 20% Leben abgezogen mit einem Klick. Das kann ich jetzt auch noch öfter machen. Jetzt habe ich ihn nochmal 40% abgezogen. 0% hat er jetzt, aber sterben tut er trotzdem irgendwie nicht. Jetzt ist er gestorben, okay. Ich habe gerade mal die Lebenserwartung auf normal eingestellt, weil die waren gerade unbegrenzt. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Aber das heißt, ich kann jetzt auch einfach meine Dinosaurier umbringen, wenn ich das möchte. Oh shit. Ich will das aber nochmal eben testen, ob das jetzt wirklich an dieser Einstellung lag. Ich hatte gerade... Da, das hier war auf unbegrenzt. Ich habe es auf normal runtergestellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich hätte einfach warten müssen. Ich war halt einfach zu ungeduldig. Wir suchen uns mal eben noch ein Opfer für unsere miesen Versuche. Hier vorne den Triceratops. Der hat noch 100% Leben. Aber der muss jetzt leider leiden. Ist gestorben. Okay, der ist instant tot. Also es lag nicht an der Option. Ich hätte gerade wahrscheinlich einfach nur kurz abwarten müssen. Das ist richtig fies. Und was steht da? An unbekannter Ursache gestorben. Ja, da war Gott am Werk und hat sich durchgeklickt. Kann ja richtig durchdrehen und alles töten. Oh, wie gemein. Man kann die aber auch heilen, Leute. Also das geht auch. Ich mach mal dem hier, oder einem von denen. Ja, der hier lebt noch. Dem mache ich mal nur so ein bisschen Schaden. Genau, habe ich jetzt 60 Leben abgezogen. Ich kann jetzt aber auch den wieder heilen. Ich mache den jetzt mal wieder auf 100. Okay, einmal zu wenig geklickt. Jetzt. Jetzt er wieder auf 100%. Also ihr seht schon, das kann man echt gut regeln. Man kann halt immer 20% abziehen oder halt ein bisschen mehr. Ich guck mal, wie viel ein Klick bei dem intensiven Modus ist. Oh, das ist direkt 100%. Okay. Das heißt, dann kann ich ihn wirklich mit einem Klick töten. Oh, wie gemein. Oh, jetzt habe ich hier so viele Leichen. Es war nur ein Versuch, Leute. Nennt mich jetzt nicht Killer in den Kommentaren. Es tut mir leid, lieber Moser. Du bist leider auch ein Versuchskaninchen. Oh nein. Mit einem Klick. Da liegt ja dieses mächtige Wesen. Gott ist einfach stärker als du. Oh, das ist so fies, dass man die jetzt einfach so umbringen kann. Also ich muss sagen, das sieht jetzt schon cool aus. Ich habe hier nämlich jetzt mal ein paar Dinosaurier freigelassen. Und das ist jetzt schon sehr episch. Aber ich habe gerade noch rausgefunden, dass hier dieses Verstärker-Umspannwerk mega praktisch ist, weil das kann man teilweise dann auch einfach zum Beispiel hier verstecken in den Gebäuden.
Und dann kann man das zerstören. Und dann hat man nochmal mehr Qualm. Weil das qualmt halt auch so schön. Das heißt, damit könnte man dann noch für ein bisschen mehr Zerstörung sorgen. Zumindest rein optisch. Das finde ich ganz cool. Kann man dann natürlich auch komplett in die Häuser reinbauen. Ich habe es jetzt hier so ein bisschen rausgucken lassen. Das ist ja auch gar nicht schlecht. Aber dann sieht es hier halt noch ein bisschen krasser aus. Habe ich hier schon an der einen oder anderen Stelle gemacht. Zum Beispiel hier vorne sieht man das. Und hier überall. Auch in die Gebäude platziert das Ganze. Hier steht auch eins. Das macht schon viel aus. Jetzt qualmt es nämlich überall noch mehr. Und jetzt haben wir genau das, was ich erreichen wollte. Nämlich Dinosaurier in der Main Street. Schlechtes Wetter. Und ganz viele zerstörte Gebäude. Der T-Rex ist übrigens so verwirrt, weil ich hier unsichtbare Zäune gemacht habe, damit er nicht wegläuft. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum der hier so im Kreis tanzt. Das ist nicht irgendwie ein Regentanz oder sowas. Ist leider nur ein leichter Regenschauer. Ja, das sieht schon krass aus, ne? Überall qualmt's auch. Und ja, Leute, ich würde sagen, mit diesem schönen Bild beenden wir jetzt das Video für heute. Ich hoffe, ich konnte euch gut zeigen, was diese Mod machen kann. Ich finde die richtig cool. Schaut auf jeden Fall bei Kai Odenik vorbei. Und falls euch es gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.